Willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U. Heute im Programm kann ich mir in 3, 4, 5, 6, halt je nachdem wie viele wir schaffen. Wir beginnen mit Candy's Minen 3, Feisthörnchen Skobel. So. So, das sieht sehr verdächtig aus. Da ist allerdings nicht allzu viel. Nein, da ist nix. Aber ich vermute, dass hier im Laufe des Levels eine Starcoin auftauchen wird, für die man einen Kettenhund braucht. Ist hier was? Aha. Da geht's runter und das ist die erste Starcoin von 3. Wer hätte es gedacht? Dann. So, was ist das hier? One up. Fick dich, scheiß Feisthörnchen. Irgendwo ein P-Switch oder jawohl. Fick dich. Und Starcoin Numero Zavo. So. Dann irgendwo hier wird noch die dritte auftauchen. Eventuell hat die auch was mit diesen Blöcken hier zu tun. Oder auch nicht. Dritte Starcoin, passt. Die 8 roten Münzen, das One-Up, das mir nichts bringt, nehme ich trotzdem mit. So, da ist nix. Und wir gehen weiter. Und geschafft. Oh yeah, Mario Time. Ja. Wir könnten schon weiter. Tun wir aber nicht. Wir gehen jetzt mal in Candy's Minen 4, dunkle Blockade. Holen uns hier einen Stern. Die Starcoin hier nehmen wir auch gleich mit. Warte, hätte ich... Ja, den Stern hätte ich mitnehmen können. Na toll. Ich hoffe, dass der jetzt nicht ermesslich war. Weil sonst stehe ich beschissen da. Und zwar so richtig hart beschissen. Den kann ich jetzt auch nicht mehr erneuern.
Fireflowers. So, was haben wir da? Starcoin Nummer 2. Für die man komplett wahnsinnig sein muss. Ja, komm! Was? Da frisst ein Pilz. So, jetzt schneller, schneller. Und Stern. Und Stern. 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 Da. Das geht sich noch aus. Jawohl. Wobei, scheiße, da bringt mir jetzt nichts. Da muss ich jetzt sowieso abwarten. Das wollte ich nicht. Gut, ich kann noch mal durch. Sehr schön. So. Und so macht man das. So, wo ist die dritte? So, weiter. Was ist hier drin? Nix. Ich hoffe, dass ich... Scheiße, den hätte ich gebraucht. Für da oben. Scheiße. Ich hoffe, dass... Jawohl. Nur so wird das nichts. Ja, so wird das auch nichts. Bob-Omb, hallo. So, jetzt. Na, geht doch. Mhm. Halt's Maul. Als ob. Verdammt. Ich nehme jetzt mal eine Pie-Eichel. Allerdings, wie immer, wird die nur durch eine, durch ein anderes Item ersetzt. Und ich hole mir keinen Vorteil dadurch. In diesem Fall einen Stern. Eine Feuerblume.
So, jetzt. Dann bin ich jetzt gespannt. Einfach um es nochmal zu überprüfen, weil ich kann es eigentlich fast nicht glauben, dass hier nur ein Up ist. Ich meine, als ob. Ah, Tatsache. Wo ist dann die dritte? Okay, ich glaube, ich weiß wo. So. Licht an. Hoch. Nochmal hoch. Und aha, aha. Da ist die dritte. Dann kann ich ja jetzt in Frieden sterben gehen. Hm. Und sogar ein Is, sogar ein Feuerwerk ausgelöst. 144. In Österreich übrigens die Telefonnummer der Rettung. Und wir bekommen eine Feuerblume. Das ist toll. Das Wonderpäuschen lassen wir, aber wir nehmen den Yoshi mit. Dann bin ich gespannt, was dieses Level zu bieten hat. Candies Minen 5, Ballett der Piranha Pflanzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der hier gar nichts bringt. Sondern eher sogar noch suboptimal ist. Aber ich nehme ihn trotzdem einfach mal mit. Bah. Ja, komm. Ich glaube wirklich nicht, dass der noch großartig in dem Level was bringen soll. Vor allem, ja komm, jetzt. Ich schmeiß ihn weg. So richtig herzlos. Was ist hier? Starcoin? Ja. Nummer 2. Fuck! Aber wo geht's da entlang? Aha. Ist da noch was? Nein. Doch. Da ist was, nämlich ich muss zurückrennen und nochmal nach der ersten suchen. Okay. Hat das eventuell was mit der ersten Starcoin zu tun? Alter, kein Plan. Aber ich muss wieder zurück und das überprüfen.
ich muss weit zurück. Moment, was ist da? Ja, da wartet mein Tod. Merke. Baby Yoshi hat hier nichts zu suchen. Ey! Lass mich hoch, Pilze her. Danke. Eisblume. Nein! Das wollt ihr nicht ernsthaft. Laber nicht. Sag mir jetzt, wie das geht. Oh, ich brauche da eine Super-Eichel. Toll. Ich habe aber nur eine P-Eichel. Nützt nichts. Starcoin hat Vorrang. Soll nicht treffen lassen. Gott, ey. Man kann es auch übertreiben. Ich komme da nicht rein. Ich probiere jetzt mal etwas. Ich habe absolut keine Ahnung. Absolut nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann ja auch nicht so springen, oder? Vor allem klein sein bringt auch nichts, weil ich muss ja groß sein, um dann die Blöcke da zu entfernen, oder? Boom. Ich bin echt ein Lappen. Echt ein Lappen. Warum will ich von der anderen Seite eigentlich rein? Was ist mit mir? Das habe ich genommen. Okay, da war ich anscheinend vorher nicht oben. Dann erstmal weiter. Jawohl, eine normale Eichel. Da muss ich doch hoch können. Hä? Okay. Wo bin ich da vorhin eigentlich hoch? Kann mir das eigentlich jemand erklären? Alter, bitte? What the f... Das Level ist scheiße. Oder ich. Eines von beiden. Und das nur, weil ich mich mit meinem verflixten Baby Yoshi selber verwirrt habe.
So, Pilze. Danke. Erste Starcoin. Ey, bin ich jetzt zu blöd oder wie? So, jetzt aber. Das kann's doch nicht sein. Ich muss doch hier irgendwo hochkommen. Wo bin ich da vorhin hochgekommen? Ich verstehe es nicht. Ganz am Anfang, ich weiß ja nicht, keine... Und ich sterbe wieder! Alter, ich hasse dieses Level. Jetzt laufe ich amok. Der wird es noch nicht bringen, aber das ist... Ich habe mich schon gefragt, wann ich diesen Block das erste Mal sehe. In diesem Let's Play. Das muss doch dort gewesen sein. Das kann gar nicht anders sein. Und wisst ihr was? Ich nehme hinten mal das Feisthörnchen mit. Wenn ich nicht zu dumm dafür wäre. Gott! Und dann werde ich alles überprüfen. Ja, wir hatten sie ja schon. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich an der Stelle hoch bin. Vorhin. So, erstes Darkheim. Passt. Weiter, weiter, weiter. Diese Piranhas sind auch echt nervig. Aha. Ach so, bin ich hier hoch. Okay. Zweite. Dann runter und dann fehlt nur noch die dritte Starcoin. Gut. Und das ist... Die ist hier. Gut. Gott sei Dank haben wir die Super-Eichel. Ansonsten wäre das scheiße hier. Ich bin noch wahnsinnig genug, um das ja. Dann war da nix. Nothing. Alter, scheiß doch auf die 8 Roten. Alter! Gib mir das Ziel. Ja.
seid so asozial. Gebt mir jetzt dieses verfickte Ziel. Na geht doch. Ah, komm, das ein Level will ich noch. Jetzt einfach, weil es mich interessiert. Kommt jetzt noch Kandisminen 6 Knochenbahn im Dunkelwahn. Ah, eine Knochenbahn. Und hier gibt es eine Röhre für Mini Mario. Das bedeutet, ich habe auch noch ein bisschen was nachzuprüfen. Das könnte, was weiß ich, sein. Okay. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber okay. Eine Starcoin wäre nett. Könnte jetzt langsam wieder eine auftauchen von mir aus. Ja, genau! Da drehen sie jetzt auch wieder durch. Jetzt langsam ist das Niveau im Spiel schon relativ hoch. Erste. Sechs. Ach komm, scheiße. Eine Münze verpasst. Aber was das hier zu bedeuten hat, kein Plan. Jetzt kommt die Scheiße hier. Und hier ist... Alter! Ich hatte sie ja so... Wie kann man genauso hochspringen, dass man die nicht trifft? So, das habe ich gerade gezeigt. So. Auf ein neues. Also ich denke, dieser Starcoin wird bald mal die Halbzeit kommen. Hoffe ich. Gott. Erste. Die ist ja nicht schwer. Die zweite würde, glaube ich, auch gehen. Ja, haben wir sie halt wieder verkackt. Mir egal. Ich bleibe jetzt oben. Mir egal. Stern her. Und jetzt! Ja toll! Starcoin habe ich, aber tot. Da muss man echt ganz vorne sein und springen. Gut. Gut, dann wissen wir, was im nächsten Part gemacht wird.
oder in diesem noch, je nachdem. Dann haben wir halt mal wieder Überlänge. Gott. Gott, ey. What the fuck? So. Und ich... Alter. Da schafft man es einmal. Und dann passiert das. Gut, ich denke, jetzt werde ich es bald mal hinbekommen. Sieben und acht. So. Ja, damit. Jetzt beruhig dich. Keine Ahnung. Weil schneller ist man trotzdem nicht. So, los geht's. Und jetzt. Geht doch. Jetzt wäre es echt nett. Es wäre echt nett, wenn jetzt die Halbzeit kommen würde. Nur so nebenbei. So ganz nebenbei. Und ich hoffe, dass die dritte Starquelle nicht da unten ist, weil sonst könnt ihr mich. Und ich werde nicht hier nach unten gehen. Egal. Geht sich das aus? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht! Wie denn? Man kann hier keinen Stern mitnehmen. Kann man nicht. Da müsst ihr mir nichts erklären. Ach, fick dich. Ja, toll. Der Part wird, glaube ich, eine Stunde gehen. Gott. Ich war noch so voll motiviert für das Level, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Eigentlich war ich sogar der Meinung, dass meine Parts immer zu lang gehen, jetzt weiß ich warum. So, schnell. Ja, und? Und weiter? Ja, jetzt habe ich einen Stern verkackt. Geil. Aber den sollte ich ja grundsätzlich nicht benötigen. Ich bin ein Vollidiot. Ein absoluter Vollidiot. Reicht's mir!
Nein. So weit bin ich dann doch nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los, geht das schneller? Hallo? Bin ich sogar zu blöd, um den Stern einzusammeln. Das. Ich bin gerade echt enttäuscht von mir. Jawohl. Habe ich noch. Stern her, los. Drauf, 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 schnell. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist da drin? Den Stern kann man nicht mitnehmen. Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich werde den Stern, ich werde die dritte Starcoin nachtragen. Bis gleich. Dabei fangen wir Mopsi. Damit der Part auch schön in eine Dreiviertelstunde geht. Da werde ich jetzt wahrscheinlich wieder failen. Besonders in so einem Dreckslevel. Alter. Ja, genau. Mhm. Na los. Na geht doch. Und eine Pear-Eichel. Dann sehen wir uns gleich bei der Starcoin. Bis gleich. Ja, ich weiß, die Aktion ist gerade lame, aber mir egal. Eigentlich wäre da ein Stern drin, aber das ist irgendwie in meiner Edition dieses Spiels nicht möglich, das zu schaffen. Die anderen haben sie bekommen, keine Ahnung. Ja, jetzt. Und ich habe schon wieder... Ja, komm. Nee, nee. Ich habe null Plan. Echt null Plan, wie ich das machen soll. Null. Aber auch gar keinen. Das ist... Nee. Meine Aufnahme ist mittlerweile bei 45 Minuten. Thank you.
Ich hasse dieses Dreckslevel.